Da ist mir klar geworden, was so dahinter steckt, hinter diesem Wort Sehnsucht. Wer ist gerade ohne seinen Partner? Dann sollten Sie daran arbeiten. Also Sehnsucht ist nichts Schlimmes, Sehnsucht ist nichts Geheimnisvolles. Sehnsucht ist dieses tiefe Gefühl, vielleicht kennen Sie das, ist so hier hinterm Brustbein, wenn man so das Gefühl hat, wow, da muss noch irgendwas kommen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Das ist übrigens der Grund, warum 99% meiner Kunden ins Coaching kommen. Weil die haben dieses Gefühl, da muss noch was passieren. Natürlich sind die meisten Coaching-Kunden zwischen Ende 30, Ende 40, weil das ist meistens das Alter, wo man bewiesen hat, was man kann, erlebt hat, was man erleben wollte, gezeigt hat, was so in einem steckt, erreicht hat, was man erreichen wollte. Und plötzlich kommt dieses kleine, nagende Gefühl, wow. Und ich möchte Ihnen ein paar Impulse, ein paar Ideen, ein bisschen Inspiration geben, wie Sie Ihre Träume, wenn es Träume sind, oder viel profaner, wie Sie Ihre Ziele noch besser erreichen können. Ich hatte mal einen Traum, es ist viele Jahre her, ich glaube fast 20 Jahre. Ich wollte immer mal auf den Opernball. Haben Sie mal gesehen, Wien, Opernball, vielleicht mal im Fernsehen geschaut, so Piccolöchen dabei getrunken, gesehen die Debütanten mit den Krönchen, mit diesen hübschen jungen Männern an ihrer Seite, schreiten da durch die Oper. Und irgendwann heißt es, alles Walzer. Dann dürfen alle Gäste mittanzen. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich einmal bei Alles Walzer mich da über dieses Parkett schwinge. Nun gab es eine Menge Aber in meinem Leben. Erste Aber war, du hast ja gar kein Kleid. Also vor 20 Jahren gab es noch kein Nawabi und was man heute so im Internet hat, wo man mal schnell auch Kleider in größeren Größen bestellen kann, es gab keine Abendkleider in meiner Größe. Kann ich ja nicht auf den Opernball. Das zweite Aber, haben mir Freunde eingeredet, du, da gibt es gar keine Karten, musst dich gar nicht bemühen, gibt es eh keine Karten. Kann ich nicht auf den Opernball. Das dritte aber war, wenn es Karten gibt, sind die so teuer, die kann man sich eh nicht leisten. Und das Glas Champagner kostet 35 Euro. 35 Euro, ein Glas Champagner, das reicht auch nicht für die ganze Nacht. Also geht ja doch nicht. Und das vierte aber war mein damaliger Mann. Ich glaube, der wäre lieber ins Dschungelcamp gegangen, als mit mir auf den Opernball zu fahren, zu den Frackträgern, den österreichischen.